Alles klar, los geht's. Hätte ich mir jetzt auch gerne angeguckt, den Schatten. Kann man hier nochmal sehen, ne? Oh, okay, bei mir sieht das scheiße aus. Stell dir mal vor, wir stehen so nebeneinander und dein Schatten ist einfach so richtig gut gerendert und meiner so pixelig. Ich sehe jetzt meiner nicht. Ich hab gerade sowieso gar keinen Schatten. Stimmt, ich auch nicht. Ach, nicht so wichtig. Vielleicht sind wir auch Vampire. Yo, jetzt wird er zur Fliege. Ja. Der Kampf wird einfach immer bescheuert. I'm alright. Just get me out of here. Got it. Tja. Wäre mal nicht in den Teleporter gegangen. Ich habe ein Quicken-Event. Ich habe ihm ins Auge geschossen. Ich glaube, das ist richtig. Ich hatte eine Katze, der mich angespuckt hat. Schon lustig. Keine Muni mehr für meine Scharfschütze. Für meine Scharfschütze. Das ist eine besiegte Scharfschütze. Ich weiß nicht, was ich tun muss, um ehrlich zu sein. Okay, er fliegt weg. Er fliegt zu mir, um genau zu sein. Der ist so bescheuert, ey, warum? Ob ich da jetzt nicht liege? Also die lustigen Entwicklungen, Mutationen gab's schon immer, ne? Aber. Das geht zu weit. Bei mir zu Hause wird niemand zur Fliege. Not my Resident Evil. Not in my Resident Evil. Ich kann ja auch schießen. Er macht halt nichts, ne? Ich schieße die ganze Zeit in den scheiß Augen. Hi. Oh, hier liegt viel Kram rum. Das gefällt mir. Mission ist gerade despawned einfach. Hat er ganz viel getötet. Hä? Hey. So wird die verzweifelt. Hey! Wie jemand, der gerade gemobbt wird, klingt so. Hey! Hör auf! Also, nicht wirklich. Mobbing ist schlimm. Das soll nicht Mobbing verherrlichen. So. Nein. Sind nur schwarzer Humor oder so. Ja. Genau. Ich wollte nicht hier rüberspringen, um Gottes Willen. Ich wollte rennen. Ich hab eine Brille auf. Jetzt nicht mehr. Ich tanz den Käse. Was? Ja, das ist aufs RTL ACTV. Oh Gott. Da verkleidet sich so eine Gruppe von Menschen mit so Tierkostümen. Und die nennen sich dann auch Fairies, glaube ich. Das soll halt irgendwie so drauf anstehen anscheinend. Cool. Und ja, dann sagt einer, der als Maus verkleidet ist, yeah, Party, ich tanze den Käse. Ach du Scheiß. Zum Glück gucke ich kein Fernsehen. Kann bei mir gar kein Fernsehen gucken. Also ich habe einen Anschluss, aber kein Kabel. Nein, ich müsste mir das Kabel zwischen Raum lang verlegen, wegen der Position meines Fernsehers. Und darauf hatte ich keine Lust und ich mag Fernsehen eh nicht. Eben. Letzteres ist auch der Hauptgrund bei mir eigentlich. Gammelfleisch-Skandal. Errungenschaften. Was? Keine Ahnung. Yo! Ist halt schon mies, dass in den Cutscenes irgendwie, dass die Action weitergeht. Wenn man losging, hat mich gerade ein Typ angefallen. Mich auch. Aber wo soll man jetzt überhaupt hinschießen? Wahrscheinlich auf die lustigen, blinkenden Dinger da an seinem Bein. Guck mal, wir brauchen das hier. Guck mich mal an. Und jetzt guck mal, was ich mache. Das müssen wir machen.
Ah ja, verstehe. Haben wir noch so ein Ding hier rumliegt? Ah, auf den Kopf schießen, Lightning Hawk, komm hier. Ich hab hier wieder so ein Wackel, du. Oh, schade. Ja, ja. Da nochmal ein. Ah, keine Arme mehr. Haha. Keine Arme, keine Kekse. Oh, keine Augen mehr. Ich werde echt gerne einen Keks essen. Essen ist generell immer toll. Hm. Super, dass er sich das Ding selber nimmt. Warum auch immer. Weil er wollte einen Zombie essen, um sich besser zu fühlen. Zombie am Spieß war das ja quasi. Schaschlik! Genau. Zombie-Schaschlik. Head for the chopper! Get to the chopper! Wie so andere Schwarzen? Get to the chopper! Come with me if you want to live. So ein Video auf YouTube, 20 Minuten lang, die besten Arnold Schwarzenegger Zitate. Ich gucke mir das bestimmt so alle zwei Wochen einmal an. Sagt dann irgendein Film auch Get to the Chopper? Ja. Ich hab das irgendwie im Kopf gerade. Predator. Aber ich wusste es doch. Das war doch Predator. Oh, Raketenwerfer. Ich auch. Mit null Schuss. Volle Mühe. Nee, stimmt gar nicht. Wohl Nachladeschussgerät. Wie passend, dass da gerade das Umbrella-Logo ist. Hm. Wie viel Blut da runterkommt. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie viel kann mit dem Blut? Gott, ey. Chopper. Let's get to the chopper. All right, let's get out of here. Ey, du hast da Raketenwerfer-Schüsse sogar noch. Ja, aber 5 Schüsse, oder? Was? Ich hab mal eine Party gemacht, ey. Obwohl, jetzt kann ich vielleicht gar nicht mehr spielen. Sollten wir eigentlich gerade fliegen? Ist es immerhin gerade ein Gewitter? Hm. Oh. Leon, this is evidence that proves Simmons' guilt. Which means it will prove your innocence. Our innocence. Good news, Leon. We found a way to defeat the virus. Normalerweise dauert seine Forschung ja mehr als eine Stunde. Es ist meine kühne Vermutung. Thank you.
diesmal ist gar kein Sonnenuntergang da. Stimmt. Langweilig. Okay, das war das Spiel. Ja. War ganz gut. Bin jetzt dann wieder in Resident Evil 7. Ja, genau. Bis zum Resident Evil 7. Gibt's so irgendeinen, der das dachte, der das so auf meine Durchspieler denkt sich, oh, das Spiel ist ja schon vorbei. Gut, dann mach ich mal aus. Wie lange hat die Kampagne jetzt gedauert? 5 Stunden oder so? Das ist schon ein bisschen was, ne? Wir wissen das schon. Also normal geht so eine Kampagne auch generell nicht lange. Also, vor allem in den früheren, wenn du gewusst hast, wie du spielst, geht das schnell. Dafür gibt es ja auch die guten Ränge, ne? Auf Resident Evil 2 Remake, bis ich da auf S Plus gekommen bin. Boah. Ich habe mir extra einen Guide angeguckt und den Schritt für Schritt die ganze Zeit verfolgt. Du musst das Spiel in Resident Evil 2, um da auf S Plus zu kommen, um unter anderem den unendlichen Raketenwerfer frei zu spielen, das Spiel auf Hardcore in unter 3 Stunden durchspielen und du das maximal 3-mal speichern. Alter, ich glaube, da hätte ich gar keine Lust drauf. Das habe ich durchgezogen, aber es war Stress pur. Huh. Könnte ich auch wieder spielen, Resident Evil 2, das ist ein cooles Spiel. Also das Remake oder Original? Oder beide? Beide, auf jeden Fall beide. Ich muss sagen, diese Outro-Musik ist bis jetzt das Beste an dieser Kampagne. Boah. Obwohl, ist schon ich muss das sagen. Hart, aber fair, würde ich sagen. Ich finde das Spiel nicht schlecht. Also ich finde, es geht sehr, sehr viel besser. Es ist aber für mich an der Grenze zu einem schlechten Spiel. Klar, also, es ist halt einfach nur noch irgendwie ein Third-Person-Shooter, ne? Das hat nicht mehr wirklich mit, weiß ich nicht, Grusel-Item-Management und was man sonst nicht so alles hatte. Na gut, Item-Management schon, aber eher nervig in diesem Fall. Oh ja, das Inventar ist so schlecht gemacht. Es ist einfach so schlimm damit zu handeln. Und in Resident Evil 5 war es auch schon schlimm. Resident 4 ist noch gut gemacht. Und das war auch noch ein gruseliges Spiel zum Teil. Kann man auch deutlich mehr mitnehmen. Oh ja, das war auch sehr viel angenehmer zu spielen. Obwohl, Waffen nehmen mir jetzt keinen Platz mehr weg. Ich finde, was ganz wichtig ist bei Resident Evil 6 zu sagen, ist, ich finde, wenn man das Spiel, wenn man diese übertriebenen Szenen anders betrachtet und die ein bisschen wegdenkt, dann hat man eigentlich eine ganz gute filmische Inszenierung vor sich. Weil dann finde ich das gar nicht so schlecht, weil dieser Actionanteil, du hast schon eigentlich nahezu einen Film dabei und ich finde, das ist sogar relativ amüsant mit anzuschauen. Aber wenn du die Charaktere kennst und die ganzen Klischees, alles dann wirst du als Fan dir denken, was ist das für ein Mist. Aber ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt in den verschiedenen Kampagnen und hatte meinen Spaß dabei. Nein, gerade wieder im Koop-Modus macht es halt auch Spaß. Ich habe es mit einem Freund auf der PS3 im Koop gespielt, aber ich habe es auch alleine oft durchgespielt. Einfach weil ich mochte Resident Evil und dann habe ich das halt eine Weile gespielt. Es ist halt nicht das Beste. Nee, Resident Evil 5 war auch schon an der Grenze, aber das war noch ein sehr gutes Koop-Spiel. Resident Evil 6 ist noch so an der Grenze vom guten Koop. Aber ich hoffe, wenn die mal wieder ein Resident Evil machen, dass die, also nach Resident Evil 7, dass die dann nicht auf den Multiplayer-Fokus gehen. Wenn es das gibt, ist das okay. Aber wie bei Resident Evil Revelations 2 ist das noch ganz cool gemacht. Denn das ist kein Koop-Shooter. Das wirst du dann auch mal sehen. Das hat auch Spaß gemacht zu spielen, auch wenn ich es ein bisschen kurz fand. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich so ein bisschen Action vermisst habe. Das war irgendwann ein bisschen träge. Weil du hast halt nicht so viel, was da gerade abgeht. Aber okay. Was mich hier vor allem gestört hat. Also in Resident Evil Revelations 2 gibt es nicht so viele Charaktere, die auf jeden Fall sofort sterben. Wie die ganzen Soldaten, die wir hier gesehen haben. Das stört mich vor allem immer in Resident Evil. Es ist halt echt klischeehaft, ne? Jeder Charakter, der keine Blood Armor hat, der ist dann gleich weg vom Fenster. Das ist einfach nervig.
Ich möchte auch Charaktere haben, die ich nicht schon die ganze Zeit kenne, zu denen man es aufbauen will. Und wenn die dann sterben, dann will ich auch wirklich denken, verdammt, das war ein echt cooler Charakter und nicht, ja, okay, wer war das nochmal? Hatte der Namen? Der Fahrer. Ja, genau. Ja, die dann im der Endeffekt... Pilot. Ja, genau. Driver 1, Soldier 1, Soldier 2 und sowas. Steht bestimmt auch in den Credits. Echer von Driver 1. Ja. Apropos Credits, wie lange dauern die? Na, jetzt haben wir ein bisschen Post-Credit-Talk oder so mit Credit-Talk gemacht. Und jetzt? Jeder Kampagne. Die gehen länger als die Kampagne. bei Mighty No. 9 war das ja so, dass die Credits, ich glaube, sogar länger gingen als das Spiel. Was? Ja, okay, weil, ich meine, das Spiel ist wahrscheinlich nicht so lang, ne? Das Spiel geht ungefähr 3-4 Stunden, wenn du es durchspielst, schnell. Und die Credits, das ist halt ein Spiel, das über Kickstarter finanziert wurde. Und jeder, der da was gespendet hat, der kam mit den Credits vor. Okay. Und die gingen dann eigentlich halt cool, aber... Puh. Also die längsten Credits, die ich immer gar nicht gesehen habe, glaube ich, sind wirklich aus GTA 5. Die gehen eben eine Dreiviertelstunde oder so. Da waren mega viele Leute dabei. Ich finde GTA 5 ist nicht mehr so ein gutes Spiel. Tut mir leid. Also online auf jeden Fall nicht. Ja, online. GTA 5 habe ich selber so nicht ganz gespielt. Also ich habe Kampagne sogar zweimal durchgespielt. Ich habe an irgendeinem Punkt in der Kampagne gedacht, dass es mir zu brutal und habe aufgehört. Ich mochte dieses... da, wo Trevor einem Typen das Gehirn rausgetreten hat. Ah, ja. Da habe ich gemerkt, ne, da, das tue ich nicht. Das mag ich nicht. Ja, das ist ja quasi da, wo man dann Trevor das erste Mal trifft. Ja, das ist schon krass übertrieben, die Szene, ne? Naja. Okay, ja, 70.000 Leute gab es für die Credits für Mighty No. 9. Du kannst es auf YouTube angucken. Das geht 3 Stunden, 48 Minuten, diese Credits. Ich meine, das ist halt eigentlich echt cool, wenn du da halt, also das Spiel soll ja scheiße gewesen sein, ich hab's nicht gespielt. Aber ich meine, dass du halt quasi jeden, der wirklich dafür gespendet hat, irgendwie auch erwähnst, ist halt in der Theorie cool, aber willst du wirklich einen 3 Stunden Abspann haben? Nein. Hätte man nochmal einen separaten Abspann machen können, oder so. Es ist ja bei vielen Spielen so, dass man einfach in dem Menü Credits auswählen kann und dann muss ich mir das nicht am Ende des Spiels angucken. Aber ich denke mal, die Entwickler sind auf jeden Fall sehr stolz, wenn die dann ihren Namen da reinschreiben können. Ja. Die haben echt ganz schön lange, die Credits, ey. Die kannst du auch überspringen, wenn du einfach... Wir können jetzt sagen, wir haben so ein bisschen drüber geredet und so, das können wir jetzt alles sagen, ist super schön. Und dann kannst du jetzt einfach... Ich weiß nicht, was du drücken musst auf dem Controller. Drück einfach auf der Tastatur ganz kurz die Back-Taste, das heißt über Enter. Oder, ja, Skip, da unten rechts stehst du bei mir gerade. Die, bei mir nicht. die Taste, wenn du halt irgendwas löschen willst, so ein Buchstaben halt. Ich weiß nicht, wie diese Taste, über Enter. Ja, ja, Backspace. Ah, Backspace heißt. Auf Englisch. Hat die einen deutschen Namen? Verrückte Taste. Bei mir nicht, bei mir passiert doch nichts. Special thanks to Valve for use of the Left 4 Dead 2 Content. Was? Hä? Das google ich jetzt. Also bei mir geht's nicht, aber der Abspann ist vorbei. Vielleicht muss man sich den einmal angucken und dann kann man es erst überspringen. Resident Evil 6 Left 4 Dead 2. Ich guck mal ein YouTube-Video an, das heißt Resident Evil 6 Left 4 Dead 2 Gameplay Trailer. Das frage ich mich jetzt, was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Crossover dazwischen? Ah, jetzt verstehe ich das. Die hast du, wenn du, also du kannst Charaktere von Left 4 Dead 2 spielen, wenn du, es gibt so einen Extra-Modus, da kannst du einfach Zombie-Horden bekämpfen. Da kannst du diese Charaktere spielen. Ah. Ach, schon mal das vorbei. Die Musik ist gerade sowas von laut einfach nur. Ja, ich weiß. Ich hab ein
Palladium-Trotzdem verstanden. Ich habe ein Kopfhörer-Ding abgenommen, weil ich einfach mich selber nicht mehr hören konnte. Ja, das kenne ich, das ist komisch. Dann tendiert man dazu, lauter zu reden. Ja, und dann denke ich mir, ich darf jetzt nicht so laut. Es ist jetzt schon 20:11. Eieieiei. So, Post-Credit-Scene, Lee. Oh. Ja, ich erinnere mich, Schwester, hab ich schon vergessen. Ich erinnere mich, ach, hab's schon vergessen. It's time for me to take responsibility. Wofür überhaupt? Was hat sie denn genau getan? Das verstehe ich immer noch nicht. Sie wurde entführt und wurde experimentiert. Ich meine, oder an ihrer Schwester. Ich meine, wofür soll sie gefangen genommen werden? Wer ist sie überhaupt? Da fährt man halt auch kaum, ne? Voll mal da. Ja. Ja, wie ist sie zu Leon gekommen am Anfang? Ich verstehe es immer noch nicht. Ja, ich habe halt immer noch. Das fühlte sich so an. I assisted in the attack. Mir am Anfang eine Katze ihnen fehlte oder so, aber. The Investigating Commission have reviewed the evidence and feel it unjust to hold you liable for Simmons' crime. They will also not be disclosing their findings to the public. But the president would have done the same. All right. Shall we go join the team? Leon. For the next time you see her. Women. Das war auch ein cooler Spruch aus Resident Evil 4. Women. Hast du irgendwie Hast du übrigens mal davon gehört, dass dieses Logo... Immer Ärger so mit den Frauen hast, das Achievement dafür, dass wir das beendet haben, ja? Dieses Logo wurde ja mit einer Giraffe verglichen, die, wie sage ich das möglichst... Weißt du, was ich meine? Nee, nicht so ganz, aber irgendwas war da. Ja, das wurde mit einer Giraffe verglichen auf der linken Seite. Und dann rechts ist das ist ja nicht eine komplette 6, das besteht ja quasi aus zwei einzelnen Teilen, so, das ist ungefähr eine 6-Form. Mhm. Und der rechte Teil soll irgendwas sein, dass dieser Giraffe links orale Befriedigung wird. So wurde das immer verglichen. Okay. Erstmal googeln gleich. Ach, wie wird er gestorben? So. Die nächste Kampagne können wir bestimmt auch bald schon anfangen. Ich bin nämlich mal halb. Ach ja, es kommt noch eine Post-Credit-Szene. Warum? Das macht eigentlich keinen Sinn. Bei mir nicht, ich bin im Menü. Oh, achso. Also. Bei dir ist. Warum ist bei dir eine Szene? Oh, kommt. Okay. Das sieht ja mal sowas von. Ich guck mir gerade das Logo nochmal an, ohne dass es da irgendwie rein editiert ist, aber ich erkenne das halt volle Kanne, ey. Alter, das geht ja gar nicht. Ach, schön. Okay, ich will die Szene sehen, welche auch immer das ist. Ich schneide die rein. Oder so. Nee, die kommt, glaube ich, wenn du alle Kampagnen durchgespielt hast und deswegen kommt die bei mir wahrscheinlich. Ah, das kann sein. Weil das ich mit den Charakteren, die wir jetzt noch gar nicht kennengelernt haben, das müsste keinen Sinn machen. So, Resident Evil 6 Logo, Giraffe.